Landeshauptmann, meine Damen und Herren, recht herzlichen Dank zunächst für diese Einladung zu diesem prestigiösen Event. Und ich bin natürlich jetzt schon etwas, würde ich sagen, nervös nach diesem provokativen Vortrag, den wir vorher hörten. Sie können sich vorstellen, als Wirtschaftsmann bin ich nicht in der Lage, so provokativ zu sprechen. Aber ich wurde aufgefordert, zu sprechen über Wirtschaft im Spannungsfeld von Kultur und Gesellschaft. Erst einmal geben wir schon zu, dass es dieses Spannungsfeld gibt, auch wenn hier die NÖKO, glaube ich, fantastisch gut gezeigt hat, dass man dieses Spannungsfeld auch überbrücken kann und dass man daraus vielleicht ein kreatives und ein konstruktives Spannungsfeld machen kann, wenn man will. Ich glaube, der Diskurs rund um das Verhältnis von Wirtschaft und Gesellschaft ist in Europa seit dem Ende der 90er Jahre oder dem Beginn der 2000er Jahre stark von der Diskussion rund um diese gesellschaftliche Verantwortung, Corporate Social Responsibility, gestärkt worden. Die Debatte um die Rolle von Unternehmen in der Gesellschaft, das Verhältnis von diesen Unternehmen zur Politik, aber auch zu Zivilgesellschaften, zu den anderen Spielern der Gesellschaft, Umwelt und so weiter, kam nicht zuletzt auch durch das Platzen der Dotcom-Blase mit den enormen Verlusten an Börsenkapitalisierung, dann später mit den Bilanzskandalen in den USA und Europa und sowie mit der weltweiten Finanzkrise 2007 und 2008 so richtig in Fahrt. Und im Rahmen dessen wurde auch die symbolträchtige Frage gestellt, inwieweit Kapitalismus als dominierende Wirtschaftsordnung Gerechtigkeit ermöglicht oder unmöglich macht. Die nationalen politischen Systeme haben nicht zuletzt auch durch die Globalisierung an Steuerungskapazität eingebüßt. Und das ist einer der Gründe, warum auch Unternehmen im Interesse der Gesellschaft immer stärker herausgefordert sind, sich nicht nur unternehmerischen, sondern auch gesellschaftlich einzubringen und die Rahmenbedingungen für die Weltgesellschaft selbst auch aktiv mitzugestalten. Und dabei kommt es immer öfter zum Bekenntnis, dass Wirtschaft und Gesellschaft existenziell ganz eng zusammenhängen. Nun, börsenorientierte Unternehmen, so wie wir es zum Beispiel sind, sind primär ihren Aktionären verpflichtet. Aber ich würde sagen, das ist nicht alles. Das wäre viel zu einfach. Ich persönlich bin der festen Überzeugung, dass ein Unternehmen, um langfristig erfolgreich zu sein, nicht nur Werte für die Aktionäre, sondern auch für die Gesellschaft, in der sie aktiv ist, schaffen muss. Wir hatten diese Debatte sehr intensiv in Davos diskutiert vor einigen Jahren. Da wurde gesagt, wir müssen der Gesellschaft zurückgeben. Und alle meine Kollegen, die 2400, jeder an die Brust geklopft, I have to give back. Und ich bin am fünften Tag aufgestanden und habe gesagt, es tut mir leid, ich habe nichts zurückzugeben, weil ich habe der Gesellschaft nichts gestohlen. Wenn Sie was gestohlen haben, Sie haben schlechtes Gewissen, dann müssen Sie was zurückgeben. Ich bin der Meinung, dass wir durch unsere Arbeit Werte für die Gesellschaft schaffen. Und dieser Ansatzpunkt zu sagen, ein Unternehmen muss auch Werte für die Gesellschaft schaffen, um langfristig erfolgreich zu sein, hatte ich dann mit Michael Porter, dem berühmten Boston-Professor, durchdiskutiert und wir haben dann ein neues Konzept entwickelt, das heißt Creating Shared Value, also die gemeinsame Wertschöpfung. Und diese unternehmerische Aktivität schafft Wert für das Unternehmen und seine Besitzer, aber gleichzeitig mit der Wertschöpfung für die Gesellschaft und den verschiedenen Anspruchsgruppen oder Stakeholders, wie man die so nennt. Gemeinsame Wertschöpfung ist nicht Philanthropie, ist nicht wohltätiges Agieren. Philanthropie soll nie machen, die eigenes Geld benutzen. Die können Philanthropie machen. Ein CEO von einer börsennotierten Firma hat nicht das Recht, meiner Meinung nach Philanthropie zu machen mit dem Geld seiner Aktionäre.
Was wir wollen mit gemeinsamer Wertschöpfung ist, dass wir die Corporate Social Responsibility ein Teil unserer Geschäftsstrategie wird. Unsere Investitionen müssen dem Unternehmen sowie den Ländern, in denen wir tätig sind, zugutekommen. So bereitet zum Beispiel gemeinsame Wertschöpfung, also auch die Schaffung von Mehrwert zum Beispiel für die Tausenden von kleinen Bauern, die uns beliefern, aber auch für unsere Mitarbeiter und anderen Teilen der Gesellschaft. Vielleicht kommt das von unserer Gründerzeit. Als 1867 Henri Nestlé unsere Firma gründete, gab es in der Schweiz eine Kindersterblichkeitsrate von 148 Kindern aus von 1000 sind gestorben, weil sie nicht ernährt werden konnten. Das ist eine höhere Sterblichkeitsrate, die es heute in den schlimmsten Fällen in Afrika gibt. Und der deutsche Apotheker hatte sich damals diesem Problem gewidmet, hat ein neues Produkt entwickelt und hat damit das Leben von Millionen von Kleinkindern sichergestellt, die damals nicht gestillt werden konnten. Und die einzige Möglichkeit, und da sind wir bei der sozialen Ungerechtigkeit, die es damals gab für jemanden, für eine Mutter, die nicht stillen konnte, war, dass sie eine andere Frau gekauft hat, damit die ihr Baby stillt. Aber das war das Privileg von den 2% der obersten Klasse. Der Rest der Familien, Arbeiterfamilien, wenn die Mutter nicht stillen könnte, war das Baby einfach tot. Ich glaube, dass wenn wir heute zum Beispiel zurück zu den Bauern zu kommen, wenn wir heute mit 695.000 Kleinstbauern direkt zusammenarbeiten, von denen mehr als die Hälfte kostenlose technische Unterstützung bekommen. Wir geben ihnen Kleinstkredite im Wert von ungefähr 30 Millionen Schweizer Franken pro Jahr. Dann helfen wir heute diesen Familien, ein anständiges Leben führen zu können und eine Zukunft zu haben. Von unseren 442 Fabriken befinden sich mehr als die Hälfte in ländlichen Gebieten und ein Großteil von ihnen in Entwicklungsländern. Und sie haben einen großen Einfluss auf das Familieneinkommen, nicht nur der 340.000 Angestellten, die direkt mit uns arbeiten, sondern von Millionen von Leuten, die von unserer Aktivität aus leben. Und natürlich bedeutet diese gemeinsame Wertschöpfung auch ein Respekt gegenüber den Umweltressourcen und mit diesen Umweltressourcen schonend umzugehen. Und das ist einer der Gründe, warum ich mich schon seit Jahren an vorderster Front zum Thema Wasser engagiert habe. Gemeinsame Wertschöpfung bedeutet aber auch, finanziell, langfristig und nachhaltig gute Ergebnisse zu liefern für unsere Aktionäre. Auch das gehört dazu. Nur sind wir absolut gegen zum Beispiel die Profitmaximisierung. Und wir haben das so weit geführt, dass wir das in unseren Statuten eingebaut haben, dass wir sagen, wir sind nicht hier, um die Gewinne zu maximisieren für unsere Aktionäre, sondern dass wir in unserem Bestreben die langfristige Wertschöpfung sowohl für die Aktionäre als auch für die Gesellschaft in den Statuten verankert haben. Und das wurde von der Generalversammlung mit 99% gut geheißen. Bei uns können wir natürlich unsere Verantwortung dieser gemeinsamen Wertschöpfung in gewissen Gebieten stärker und besser optimieren. In unserem Fall von Nestlé ist das in der Ernährung, in der Nutrition, im Wasser und in der ländlichen Entwicklung. Dabei ist selbstverständlich, dass die gemeinsame Wertschöpfung langfristig nur auf der Basis von ökologischer Nachhaltigkeit, Sustainability und unter strikter Einhaltung von Gesetzen und Normen inklusive Menschenrechten möglich ist. Aber auch, und das ist auch wichtig, unter der Einhaltung von unseren eigenen Prinzipien, unseren eigenen Werten, die wir in den Business Principles und den Management Leadership Principles verankert haben. Viele Aktivitäten zielen auf Maßnahmen in den Entwicklungsländern ab, wo wir zunächst die Creating Shared Value am wirkungsvollsten einsetzen könnten. Aber wenn Sie sich heute aufgrund der ökonomischen Entwicklung auch in Europa anschauen, haben wir uns vor 2 Jahren entschieden, die Initiative Nestle Needs Youth in Europa ins Leben zu rufen, mit dem Ziel, in Europa 20.000 Arbeitsplätze für junge Menschen zu schaffen.
Und dies natürlich vor dem Hintergrund, dass Europa mit der gravierenden Problematik der hohen Jugendarbeitslosigkeit konfrontiert ist. Griechenland, Spanien, über 50% der Jugendlichen ohne Arbeit. Und das ist nicht nur, meine Damen und Herren, ein ökonomisches Problem, das ist auch ein soziales Problem und, wenn Sie mir erlauben, ich glaube, auch ein kulturelles Problem. Denn im schlimmsten Fall bedeutet das, dass eine ganze Generation von der Erwerbstätigkeit ausgeschlossen wird für ihr Leben. Bis dato konnten wir jetzt in diesen 18 Monaten 12.000 neue Arbeitsstellen schaffen. Und wir haben im letzten Jahr jetzt diese Initiative auf eine Initiative Alliance for Youth gestartet, bei der wir jetzt andere Unternehmen eingeladen haben und angeregt haben, da mitzumachen. Und wir wollen insgesamt über 100.000 neue Stellen schaffen. Und diese Initiative fangen wir auch jetzt in den USA an, denn die Arbeitslosigkeit in den USA ist immer noch sehr hoch und wiederum die Jugendarbeitslosigkeit in den USA ist über 20%. Es ist mir wichtig, und das war mir wichtig, Ihnen mit diesen kurzen Ausführungen zur Unternehmensphilosophie von Nestlé, dieses Creating Shared Value, unsere gesamtgesellschaftliche Rolle aufzuzeigen und damit auch den Rahmen für unseres kulturelles Engagement zu geben. Und lassen Sie mich nun auf das spezifische Thema Ihres Symposiums eingehen, wessen Brot ist die Kunst? Wir bieten natürlich tagtäglich den Menschen in allen Teilen der Welt Lebensmittel von höchster Qualität an, die einerseits ihre Grundbedürfnisse befriedigen, aber andererseits und weit hinaus aber auch Genuss und Freude vermitteln. Kultur und Kunst stellen wiederum eine andere Nahrung für ein anderes Bedürfnis dar, wie es auch der Begründer der Salzburger Festspiele, Max Reinhardt, so treffend formulierte. Und ich zitiere ihn: Kunst und Kultur ist immer so etwas wie ein Lebensmittel. Sie sind das andere Brot. Das hat Max Reinhardt gesagt und nicht ich. Unser Engagement im Bereich Kunst und Kultur ist unverzichtbarer und mittlerweile traditionsreicher Bestandteil unserer Unternehmenskultur. Wir wollen mit unserem Engagement einen Beitrag zur Realisierung anspruchsvoller kultureller Produktionen und zur Förderung des musikalischen Nachwuchs leisten. Und diese Parameter haben immer schon unser Engagement ausgezeichnet, wobei wir, und ich möchte das noch einmal betonen, nicht Mäzene sind. Das heißt, wir investieren, so wie wir das sonst machen, in Sponsoring und wir erwarten, dass wir unserer Leistung auch eine Gegenleistung gibt. Denn Sponsoring ist von diesem Gedanken Leistung und Gegenleistung getragen. Und das setzt natürlich einen partnerschaftlichen Ansatz voraus. Dass das Verhältnis Wirtschaft und Kunst durchaus in einem Spannungsverhältnis steht, habe ich schon vor über 20 Jahren erfahren. 1991 mit der Übernahme von Gérard Mortier als Intendant der Salzburger Festspiele haben wir das Sponsoring bei den Salzburger Festspielen wirklich begründet. Vorher hat es keinen Sponsor gegeben, kein kommerzielles Sponsorship bei den Salzburger Festspielen. Und es war auch nicht, und das ist interessant, es waren auch nicht die Salzburger Festspiele, es war auch nicht Gérard Mortier, der zu uns gekommen ist und uns über das Sponsorship gesprochen hat, sondern es war mein Vorgänger, Herr Helmut Maucher, der Gérard Mortier ansprach, um ihm überhaupt die Idee eines Sponsorships zu erläutern. Und Ziel war es, dass Mortier auch die Finanzierung künstlerisch anspruchsvoller Produktionen, die absolut keine Garantie auf großen Publikumszulauf hatte, die aber für die Positionierung des Festivals sehr wichtig war, dass wir das ihm überhaupt ermöglichten. Und das waren auch wir, die dann anschließend, nachdem Mortier das Okay gegeben hat und die Intendanz der Festspiele, dass wir dann weitere Unternehmen gesucht haben, sodass wir ein Paket schnüren konnten, das stark und groß genug war, um diese künstlerische Freiheit Gérard Mortier zu geben. Mortier war dann begeistert von der Sache. Nicht so war natürlich begeistert die öffentliche Meinung. Und wenn Sie sich die Zeitungen anschauen aus dieser Zeit, werden Sie sehen, das war eine große Kulturpolemik. Ich zitiere noch, wir haben gelesen,
dass wir nicht nach nichts anderem trachten, als Einfluss auf die Programmierung geltend zu machen und das Festival allenfalls gefälliger werden würde, sodass unsere Kunden lieber nach Salzburg kommen, was natürlich vollkommener Blödsinn ist. Aber das zeigt eben diese Spannung zwischen Wirtschaft und der Kultur. Maxime unseres Engagements ist es, absolut nicht die künstlerische Programmierung einzumischen, haben wir nie gemacht in den über 20 Jahren, seitdem wir Sponsor sind von den Salzburger Vorstellungen. Wir verfolgen einen Qualitätsanspruch und wir wollen Aktivitäten unterstützen, die diesem Qualitätsanspruch gerecht werden. Und vor diesem Hintergrund, dem Qualitätsanspruch, evaluieren wir immer wieder auch unsere unterschiedlichen Engagements im Kulturbereich. Es ist klar, dass Österreich eine Kulturnation ist und sie immer noch ist, auch wenn ich zum Teil mit Ihrer Kritik einverstanden bin, aber ich glaube, wenn Sie sich im Vergleich stellen, ist Österreich immer noch eine große Kulturnation und sie wird auch solche auch weltweit wahrgenommen. Kunst und Kultur gelten als Eckpfeiler der österreichischen Identität. Die öffentlichen Sparmaßnahmen haben reduzierte Kulturbudgets zur Folge, und kulturelle Einrichtungen sind mehr und mehr auf die Unterstützung der Privatwirtschaft angewiesen. Und ich glaube, die Finanzkrise 2007 und 2008 hatte auch spürbare Auswirkungen auf die Realwirtschaft. Das dürfen wir nicht vergessen. Unternehmen unterliegen einem starken Kostendruck. Und alles dies erleichtert es nicht, Gelder für Kunst- und Kultursponsoring zur Verfügung zu stellen, wie einige hier im Raum das sicher wissen. Und vor dem Hintergrund von Werkschließungen, Mitarbeiterabbau, Kosteneinsparungsmodellen kann man da noch die Ausgaben für Kunst und für Kultur gerechtfertigen. Diesen Fragen haben wir uns zu stellen, aber gleichzeitig gibt es keinen Zweifel, dass Investitionen in Kunst und Kultur auch immer Investitionen in die Gesellschaft sind und Unternehmen sind eben Teil einer Gesellschaft. Kulturelle Errungenschaften und künstlerischer Ausdruck sind wichtige Indikatoren für eine gesunde, für eine lebendige Gesellschaft. Junge Menschen, die sich künstlerisch betätigen, sind vielfach weniger anfällig für Identitätskrisen oder für Depressionen oder für Abdriften in Kriminalität, Drogensucht oder gar Abgleitung in terroristische Aktivitäten, wie wir das jetzt in Europa leider Gottes schmerzhaft feststellen müssen. Künstlerische und kulturelle Teilnahme als auch aktives Gestalten sind wichtige Bestandteile eines erfüllten Lebens. Denn der Mensch ist mehr als ein werktätiges Wesen und das Mehr, und dazu gehören Kunst und Kultur, verhilft erst zu einem menschenwürdigen Leben. Und dazu wollen wir als Unternehmen auch unseren Beitrag natürlich leisten. Ich konnte dies vor vielen Jahren, als ich noch für die Geschäfte in Venezuela tätig war, erfahren. Damals kam der damals berühmt als Ökonome, nämlich José Antonio Brau, zu mir und schilderte mir damals eine Idee, das System El Sistema zu gründen, um Jugendliche und Kinder aus den sozial benachteiligten Gebieten, aus den Slums in Caracas und anderen Teilen Venezuelas die Möglichkeit zu geben, viermal die Woche im Rahmen eines privaten, organisierten Musikunterrichts ein Instrument zu lernen. Und ich glaube, Sie haben sicherlich alle die Möglichkeit gehabt, diese Idee in Wirklichkeit zu sehen. Es war für uns eine große Freude, dass wir das Simón Bolívar Orchester natürlich in Salzburg hatten und dass ein Dirigent wie Dudamel, der damals ein kleiner Bub auf der Straße war, heute einer der wichtigsten Dirigenten der Welt geworden ist. Wir wollen also im Rahmen unserer Creating Shared Value Strategy positive Impulse für die Gesellschaft leisten und genauso können wir dies auch im Rahmen unseres kulturellen Engagements. Aber engagieren sich Wirtschaftsunternehmen nur aus höheren Motiven für Kunst- und Kultursponsoring? Die Antwort ist ganz klar, nein. Voraussetzung für jedes wertgenerierende Sponsoring ist, dass die Marken zueinander passen. Und wir haben ja heute schon gehört vom CEO von Aneco, wie wichtig die Marke ist
Und er selber ist eine großartige Marke mit den roten Socken. Das ist ein Zeichen einer Marke. Wir als Markenartikelunternehmen achten auf die Werte unserer Marken und die Qualität unserer Produkte. Und wenn Sie eine erfolgreiche Marke haben, bedeutet das aber nicht, dass Sie sich auf deren Lorbeeren ausruhen können. Sie müssen sich ständig hinterfragen, ob der Markenwert noch die Menschen in ihrer Lebenswelt anspricht, ob diese Markenwerte immer noch für den Konsumenten und für den Menschen attraktiv ist. Und wenn wir uns überlegen, ob wir mit dieser oder jener Kulturinstitut eine Sponsoring-Partnerschaft eingehen, so hinterfragen wir auch die Werte der Kulturmarke, die hinter dieser Institution steht, und es entscheidet, ob diese Werte der Kulturmarke auch zu unseren Werten und zu unseren Marken passt. Und dies haben wir bei unserem Engagement in Salzburg, in Luzern, wie auch beim VRB-Festival getan. Vielleicht zum Abschluss erläutere ich Ihnen nun anhand des Salzburger Festspiele, wie dies zueinander passt. Nestlé ist das weltweit führende Unternehmen in Nutrition, Gesundheit und Wellness und die Salzburger Festspiele das renommierteste Musikfestival der Welt. Daher verbindet uns eine gemeinsame Leidenschaft für Qualität. Und das stetige Bestreben nach Spitzenleistung in den beiden Unternehmen sowie das Bemühen, dass wir auf der einen Seite Tradition wollen, aber auf der anderen Seite die Tradition mit Innovation dauernd verbinden, sind die Basis unserer beiden Erfolge. Und ein weiterer Bereich, der sowohl in Salzburger Festspielen als auch Nestlé ein großes Anliegen ist, ist die Jugend- und Nachwuchsförderung. Wie ich vorher schon erwähnt hatte, Sponsoring ist eine Partnerschaft. Und das impliziert, dass wenn Sie Geld geben, Sie auch eine Leistung erwarten. Und wichtige Faktoren für Unternehmen sind natürlich die Imageverbesserung und die Kontaktpflege. Kulturelle Aktivitäten zu nützen, um Partner aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft einzuladen, war einer der wichtigen Motivationen, aber auch interne Rechtfertigung für Sponsorenaktivitäten für die Wirtschaft. Und da muss ich sagen, dass leider Gottes die gesetzlichen Rahmenbedingungen in den letzten Jahren dies verunmöglicht und somit in den letzten Jahren den Wert eines Sponsorings maßgeblich verringert hat. Heute ist es unmöglich, dass wir Leute, Freunde der Firma einladen. Wenn wir heute zum Beispiel einen Geschäftspartner aus Deutschland einladen wollen, dann ist er verpflichtet, sein eigenes Hotel zu zahlen, seine Reise zu zahlen, sein Ticket zu zahlen und das beim Abendessen auch nur seinen Teil zu zahlen. Ansonsten wird er der Korruption sofort verdächtigt. Und das bringt eigentlich ein großes Problem, weil wir damit einen Teil der Motivierung für die Sponsorship ist abgefallen. Und ich verstehe das nicht ganz, weil wenn sich der Staat aus Teilen seiner Verpflichtung zur Finanzierung einer lebendigen Kultur- und Kunstlandschaft zurückzieht, wäre es doch wichtig, dass er politische Rahmenbedingungen schafft, die andere Finanzierungsmöglichkeiten attraktiv machen. Für Unternehmen ist die Corporate Reputation natürlich ein wichtiger Faktor. Aber Imagepflege lässt sich mit Maßnahmen des Kultursponsorings erzielen. Aber was bedeutet das im Konkreten? Keinesfalls und das alleinige Anbringen eines Logos. Also wenn man glaubt, ich sponsoriere jetzt diesen Event und da gebe ich mein Logo drauf und damit ist das Ganze getan, der kriegt nicht viel für sein Geld. Als Unternehmen, so man das Engagement für die Kultur strategisch lebt, muss man eine eigene Form der Sichtbarkeit finden und Maßnahmen entwickeln, die zur eigenen Marke passen. Und gemäß unserer Strategie wollen wir langfristige und nachhaltige Werte sowohl für uns als Unternehmen als auch für die Gesellschaft schaffen. Und alle diese Gemeinsamkeiten in unserer Strategie sowie in der Ausrichtung der Salzburger Festspiele waren Anstoß, dass wir vor 6 Jahren die Nestlé und Salzburg Festival Young Conductor Award ins Leben gerufen haben. Mit dieser weltweit einzigartigen Initiative wollen wir junge Dirigenten und Dirigentinnen aus aller Welt entdecken und einen wichtigen Beitrag für ihre Karriere leisten. Und wie ich schon zu Beginn erwähnt habe, war und ist Jugendförderung von großer Bedeutung.
Ob dies jetzt die Initiative Nestle Needs Youth oder die Nestle Salzburg Young Festival Young Conduct Awards. Und wir freuen uns, dass unser Dirigenten-Nachwuchspreis mittlerweile eine weltweit anerkannte Marke geworden ist. Und wir sind bemüht, diese Marke auch weiter zu renovieren. Und als ich letztes Jahr im Rahmen eines Pressegesprächs bei den Salzburger Festspielen verlautbaren konnte, dass Placido Domingo unser Ehrenpräsident geworden ist, nicht von Nestle, aber von dem Young Conductor Awards, eine Persönlichkeit, die seit vielen Jahren mit qualitativer Nachwuchsförderung assoziiert wird und über den Musikbereich hinaus hohes Ansehen und Bekanntheit erlangt hat, da waren wir wieder einen weiteren Schritt im Rahmen der Weiterentwicklung unserer Initiative. Ja, meine Damen und Herren, ich habe schon erwähnt, dass wir unser Sponsoring-Engagement von unseren Shareholdern legitimieren müssen. Und wir evaluieren alle unsere Sponsoring-Aktivitäten in diesem Bereich immer wieder. Denn eine Sponsoring-Partnerschaft kann zu einem bestimmten Zeitpunkt richtig sein. Die Werte der beiden können sich aber auch auseinanderentwickeln. Ich freue mich, dass trotz unserer bereits 24-jährigen Partnerschaft mit Salzburger Festspielen noch immer sagen zu können, ja, diese Sponsorship, die passt immer noch für uns. Und deshalb haben wir jüngst auch unsere Zusammenarbeit um weitere 3 Jahre bis 2018 verlängert. Auch wenn die politischen Rahmenbedingungen der letzten Jahre den Mehrwert des Sponsorings definitiv reduziert haben, können wir zeigen, dass eine gut überlegte und gut ausgeführte Partnerschaft zwischen Kultur und Wirtschaft immer noch Mehrwert für beide Seiten kreieren können. Ich danke für die Aufmerksamkeit.